Hallo Leute und willkommen zurück. So, in der letzten Folge haben wir Paragon 3 an die Sternbasis angebunden, indem wir hier die Reichweite um 2 erhöht haben. Und der Planet war Anfang letzter Folge irgendwie bei 10.500 Einfluss, grob. Und ist jetzt schon wieder bei 17.000. Ist der Wahnsinn. Ja, da sieht man halt Abkulturring, die ganzen Multiplikatoren, die von der Sternbasis kommen. Und ja, geht halt hier auch noch weiter. Assimilationsstiftung. Ja. Wird gebaut. Aber für Verteidigung haben wir jetzt auch gesorgt. Wir bauen halt die Kombination aus Trägern und Reparaturdrohnen. Träger haben den großen Vorteil, dass sie keine strategischen Ressourcen kosten. Kann man die strategischen Ressourcen halt für unsere Planeten verwenden und die Sternbasen. Und wir erforschen gerade mal hier den Zweig der Nahrungsproduktion. Da können wir vielleicht nochmal die eine oder andere Stadt bauen. Also irgendwann werden uns die Gegner den Krieg erklären. Egal wie stark wir sind. Da kehren es 54 Runden zu einem Aufstiegssieg. Okay, das macht das Ganze natürlich ein bisschen spannender. Okay, denkt ihr, wir sehen nicht, was ihr da tut? Denkt ihr, das hier ist eine Art Spiel? Auch wenn ihr stärker seid, müssen wir euch präventiv angreifen, um uns selbst zu schützen. Gerade drüber gesprochen. Ihr könnt mich auch das Orakel nennen. Eure Planeten sehen mit unseren Fahnen eh besser aus. Okay. Oje, oje, oje. Tja, dann. Also Altarianer und Arkeans. Ja, diese Namen Antalords, die gehen da mal aus. Oder Unterlords. Ja, 25, was, da kann 25 mehr rein? Doch. Okay.
Ah, das ist die Flotte für die Altarianer. Ah. Ah, die Schnecken müssen raus. Was da jetzt noch rein? 40. Na, eine Reparaturdrohne bleibt mal da. Okay, und so. Ich lasse uns hier unsere wunderbare kulturelle Errungenschaft wegballert. Oh, ein bisschen was hat er, ja. Okay, eine richtige Flotte wird es natürlich nicht ausreichen. Zum Meer. Ja, schauen wir mal. Tragreiche Farben. Okay, ja gut, hier geht es dann halt um Wachstum. Wachstum brauchen wir eigentlich nicht. Aber erweiterte Farben. Das wäre nix. Erklärt jetzt hier die zwei Gegner den Krieg und wir machen uns Gedanken um Bewässerung. So, wo werden wir angegriffen? Jetzt müsste aber was kommen hier. Jetzt einfach nur den Krieg erklären kann jeder. Und die aufrüsten? Also 3700, ja. Aber die Träger sind natürlich auch wichtige Brocken.
Die koloniale Zufahrt hat sich unten breit gemacht, okay. Ah, jetzt kann man die Farm upgraden, ertragreiche Farm. Aufrüsten. Aber machen wir das mal so und dann schauen wir uns an, wie es danach aussieht. Was wir halt jetzt nicht haben, sind Sensorschiffe. So, Altarianer, das sind Terraner, richtig? Ja. Ihr wolltet das so. Zack, weg. Ah, Cybergate, lass mal stehen. Schauen wir uns das mal an. Boah, die ganzen Jäger aus den Trägerschiffen. Das war's. Ach ne, die Chambers kommt auch noch. Ja, wir haben ganz schön viel daneben geschossen gerade. Naja. Ein Jäger aber verloren. Und das war's. Aber der wird dann halt nachproduziert. Links steht es daran, wer hier wem den Krieg erklärt hat. Aber die Sternbar ist noch kaputt, dann kann er hier das den Aufstiegskristall nicht mehr abernten. Jawohl, Annektierung erfolgreich. Ja. Das waren die Schiffe, die dort verteidigt haben, wahrscheinlich. Ja, du machst das schon. So, können einen Bauern. Können dann auf einer
auf einem Planeten die Nahrungsproduktion 30% steigern. Ja, wir nehmen jetzt erstmal einen Commander. Dann bekommt die Flotte Commander zugewiesen. Okay, das war ein bisschen zu viel. Das reicht nicht. Okay. Aber die beiden gehen schon mal rein. Es hat nur eine Reparaturdrohne jetzt. Ah. Bisschen mager. So. Kann genau da stehen bleiben. Da 19 Bewegung, damit der Hyperlane ist ja super mobil. Das passt. Terraner? Ja. Und weg damit. Können hier in der Schiffswerft dann einen Gegner-Kips bauen. Dann hier halt die beiden abwerten. Und die Flotte fliegt wieder zurück. Oh, Zustimmung, alles klar. Ja, komm, kannst du doch auch alleine machen. Ein Träger. Okay. Wenn wir mit ihm mal hier aufräumen gehen. Ah, was kommt denn denn da? Ein Transporter mit Legion und der Planet ist unverteidigt. Aber wir haben 19 Bewegungen. Kamerad. Okay, wir müssen wohl das Hypergate zerstören, um an den Transporter ranzukommen. Zack, weg damit. Damit. Aber wir haben zwei Angriffsjäger verloren, werden wie gesagt nachproduziert. Ja, schauen wir uns das nochmal an hier. Schön mit unseren. Angriffssägern. Das war's für dich.
Ein bisschen Basisverteidigung. Nahrung plus 2 und die ertragreiche Farm Nahrung plus 3. Okay. Also kommen wir durch das Upgrade eine Nahrung dazu. Aber da noch das Fusionskraftwerk. Rechts kann man alleine machen. Ein Aufklärungsschiff, okay. Da sagen wir mal Hallo. Was tun Sie hier? Hat sich offensichtlich verlaufen. Oh. Da ist das Upgrade fertig. Naturdrohne. Ja, Terrano. Das Konstruktionsschiff fliegt dann hier schon zentral rein. Aber das reicht ja schon. Dann für das Zustimmungsrelikt. Verteidigung ein bisschen ausbauen. Promission haben wir in Hülle und Fülle. So. Damit können wir auch noch ein bisschen Gas geben, ja. Alles von Slimes. Aha, gut.
Obwohl. Ah, der eine hier ist egal. Die Scherma ist schon viel stärker. Zack. Zack. Ach, wir können uns nicht mehr bewegen, okay. Erweiterte Farm, dann nochmal. Plus eine Nahrung. Gut. Das braucht man nicht. Nee, das... Durantium, wir haben kein Durantium. Was wäre denn jetzt nochmal interessant? Kulturelle Dominanz. Ja. Machen wir das. Ist da irgendwo was Feindliches unterwegs? Ich sehe nichts. Ach, oder Sensoren. Wie weit sind wir denn mit Sensoren? Das war schon ganz okay, oder? Dann machen wir das. Dann bauen wir gleich richtig schöne Sensorschiffe. Oh, da ist was unterwegs. Drei Legionen. Ja gut, aber wir haben ja keine Planeten, nur Sternbasen. Letzte Richtung. Muscheljäger und Krabbendrohnen haben wir verloren.
Jetzt haben wir nur noch Angriffsjäger, keinen Abfangjäger und keine Wächter mehr. Wachtposten. Oh. Da ist doch mal ein bisschen was. Er wird gegengeheilt. Ja, auch. Okay, eins ist kaputt gegangen. Ja, da haben wir jetzt auch einiges an Jägern verloren. Aber wir haben auch nur drei Träger in der Flotte. Da ist der Nachschub. Ja, wohl nicht klappen, oder? Ja, aber extra ein bisschen Basisverteidigung da gelassen. Die Reparatorin ist kaputt. Die hat die Klasse Unterstützung. Ah. Die Reparatorin wurde vor den Trägern eingegriffen, okay. Weil sie eine höhere taktische Geschwindigkeit hat. Okay, jetzt sind da keine Angriffsjäger mehr dran. Wir müssen auf jeden Fall hier dann die Offensive erstmal abbrechen und unseren Planeten verteidigen. Okay, alles klar, dann machen wir dann beim nächsten Mal weiter.
Und was macht unser Superplanet? Der ist jetzt bei fast 22.000 Einfluss. Ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.